Hey Leute, willkommen zurück zu Rogue Legacy. Ja, die letzten Male lief es leider nicht so gut, aber ich gebe mir Mühe. Ich möchte nämlich unbedingt mal in den Wald, wisst ihr? Ja, im Wald wird es nicht so schnell alt wie hier. Was zur Hölle? Fällt er einfach mal komplett durch. Guckt euch an, die Sau. Na, gehst du rauf? Ich möchte dieses Mal wenigstens auf meine 1000 Gold kommen, wisst ihr? Ja, das muss nämlich. Ich will mal wieder was kaufen und nicht immer hier alles ausschwitzen und dann Charon geben müssen. Das ist ziemlich bescheuert für meine Zukunftspläne, was das hier angeht, das Spiel durchzuspielen. Und somit... Ah, seht mal, das könnte doch schon mal ein Weg sein. Jawohl, da sind wir im Wald. Und ein Blob. Au. So schwer ist der gar nicht. Man muss, glaube ich, nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht getroffen wird von seinen kleinen... ich weiß ja auch nicht, was das ist. Seine Kinder, seine Mitose-Überbleibsel. Na gut, Mitose kann man es ja nicht nennen. Irgendwie ist das ja nur ein Schleim. Und kein richtiges Lebewesen, oder? Ah. Oh, oha. Sowas kenne ich doch hier. Guck's dir an. Wow. Geht ganz schön fix. Ah. Na komm. Puh, nein. Verdammt, komm. Da oben ist eine Kiste, ich sehe das. Ah, oh, Alter, war das knapp. Und Gold, 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 Gold. Mehr habe ich nie gewollt. Oh, komm. Das ist so knapp hier, habe ich immer den Eindruck, wenn ich die Dinger von oben schon sehe. Na komm. Zwei Treffer, das geht. Ist machbar. Dummes Pferdchen, du. Und du, hör mal auf mit deinem Feuer. Das mag ich auch gar nicht. So gar nicht mag ich das. So, und jetzt spielt man mit meinen Stachelbällchen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Naja, vielleicht macht es ihnen ja Spaß. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht spielen sie gerne mit Stachelbällen. Okay. Ganz okay. Alles soweit. Ah. Und dann müssen ja auch noch die Teile rumfliegen, ne? Was? Warum habe ich den eben nicht getroffen? Der war doch... War das schon wieder ein Fake-Gegner, oder? Ach, sieh mal einer an. Da ist schon der Boss, Leute. Da ist schon wieder der Boss. Ich weiß nicht, soll ich es versuchen, oder... Erstmal die Silver Chestplate. Genau das meinte ich. Ich denke mal, hier im Wald bekommt man die nächste Stufe der Items, die man da so haben kann. Und das ist es doch sehr erstrebenswert zu sammeln, finde ich. Wer kann schießt? Gold, Gold, Gold. Wichtig, puppichtig, sage ich dann nur. Boah. Vielleicht ist das Silberzeugs auf jeden Fall noch ein Stückchen besser als meine Blutrüstung. Ich denke nämlich, die ist nur... Ja, die ist schon okay, aber irgendwie... Diese Lebensabzüge, die man da kassiert, die finde ich dann doch ein bisschen ungeil. Au, das finde ich übrigens auch ungeil. Oh, alter Schwede. Ja, jetzt sieht es natürlich fantastisch aus. Wenn ich jetzt zum Boss gehe, dann kann ich mich auch gleich selbst umbringen. Wo kommst du denn her? Ach, du bist auch wieder fake. Ach so, ich bin ja insane, ganz vergessen. Hahaha. Ich bin so verrückt, Leute. Ich sehe hier überall Gegner, die gar nicht da sind. Ich bin so verrückt. Was so? Oh. Biophobia. Nein. Nicht schon wieder. Oh. Ich glaube, ich nehme den Kleinen. Oh, ich bin sehr schnell und klein. Das ist doch mal eine tolle Mischung. Nehme ich. Die Trades gefallen mir. Okay, ich unlocke mal den Shinobi. Oder Shinobi? Ist ja auch egal. Der Shinobi, ein super schneller, super tödlicher Krieger, der einen super Bandana trägt. Er kann nicht viel aushalten, aber er kann ganz schön viel austeilen, glaub es uns. Naja, das glaube ich mal. Hagel. Ah, Lower Charon's Toll. Also die Beute, die ich ihm abgeben muss, die wird verringert. Warte mal, reicht das? Nee, wenn ich mir das hole, habe ich nur noch 2020 und ich brauche 1020 habe ich dann nur noch. Aber ich brauche 1050 für die Rune, der... Oh, guck mal, wie der abgeht, der Kleine. Ich find's knuffig. So. Nein, ich lasse das Gold. Definitiv lasse ich das Gold. Aber Fliegen wäre vielleicht schön. Das wäre vielleicht schön. Ich nehme das Fliegen. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Aber es kann ja wohl nicht schlecht sein, oder? Was ist das hier eigentlich? Slaying enemies grants you both HP and MP. Das ist ja mal Hammer, aber ich habe kein Geld dafür. Ah.
Ah. 30 Punkte abziehen. Nee, das lasse ich mal. Silver Chest, Health und es gibt mir Armor. Da muss man nicht lange überlegen, finde ich. Weil langsam muss ich auch mal ein bisschen auf meine Gesundheit hier Acht geben. Ah, komm, 160 Gold. Ich denke mal, es wäre schon erträglich, wenn ich mal... Also, ne, ich meine jetzt gewinnspezifisch erträglich. Wenn ich vielleicht mal ein bisschen investiere in meine Fähigkeiten, mehr Gold zu sparen, wenn ich sterbe. Oder auch, wenn ich... Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts. Oder auch, ne, wenn ich Gold sammle hier. Ah, der kleine Mann! Die treffen mich gar nicht so schnell, bin ich. Das ist so putzig, der Kleine. Guck mal hier. Klein und gemein, sage ich dann nur. So. Alles klar. Mit dem, ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde, aber ich bin zumindest sehr agil. Fast schon ein bisschen zu agil für meinen Geschmack. Gib her, gib her, gib her. Na, meins. Bin gierig, klein und gierig. Hör mal auf zu schießen, du. Man muss es halt natürlich alles viel besser abtimen, wenn man klein ist. Ihr seht es. Ich habe eine winzige, witzlose Reichweite geradezu. So, naja. Au. 45 Schaden immer noch. Wo habe ich noch meine ganze Armor gelassen, frage ich mich. Hä? Wo ist meine ganze Armor? Könnt ihr mir das sagen? Wo ist das Vieh hin? Der war doch eben noch da. Au. Komm, weißt du was? Pfeif drauf. Pfeif drauf. Au, 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 au. Ah. Oh, das war knapp. Der kleine Mann. Und hab schon wieder 1000 beisammen. Das ist cool. Und Silver Bracers. Jawoll. Ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich ja nächstes Mal einen schwulen Charakter. Der kann dann hier noch ein bisschen was rausholen beim Schmied. Aber was heißt das eigentlich, wenn der Charakter schwul ist, dass er dann Rabatte beim Schmied bekommt? Ist es der Schmied auch? Naja, ist mir eigentlich recht egal, aber... Ah! Ja, hat sich ja super gelohnt, für irgendwas durch die Hölle zu gehen, von dem ich noch gar nicht weiß, was es ist. Wahrscheinlich gar nichts. Alter Schwede. Wie hat das mich treffen können? Wollte ich mich hier mal an der Decke festhalten oder bin ich hängen geblieben? Uiuiui. Ja, pfeif auf die 13. Ach so, ich kann ja fliegen. Ganz vergessen, seht mal. Ah, ich verstehe, wenn ich gedrückt halte. Während ich runterfalle. Okay. Okay. Ist das schön. Und schon wieder. Okay, ich habe wieder Reizdarmsyndrom. Ja, das ist schön. Dann pupse ich wieder die ganze Zeit. Ich möchte keinen Nave spielen. Wer kommt denn auf die Idee, mir schon wieder Nave zu geben? Sag mir das mal. Ach, komm, dann nehme ich halt den Stereo-Blinden. Und ich würde mal sagen, ich gebe mal was aus bei Charon. Dann werde ich nämlich 6% Gold behalten, immerhin. Das ist ja nett. Warte. Warte, warte, warte. Was habe ich da neu bekommen? Die Silver Limbs. 12 Magie dazu. Na gut. Magie ist mir ehrlich gesagt ein bisschen relativ egal. Denn, und ich müsste jetzt 5 Gold. Genau, supi. Das kann ich doch mal so mitnehmen. Okay, auf ein neues. Es lief mal so gut, Leute. Wisst ihr noch die schöne Zeit damals, als ich so gut hier durchkam, mir kaum Sorgen machen musste. Oh, critical, critical, critical. Und jetzt mittlerweile renne ich hier durch und sterbe wieder mal im Schloss. Das ist so erbärmlich. Das ist so erbärmlich. Ich komme mir so schlecht vor. Critical. Warte mal, was habe ich denn für eine kritische Trefferchance, frage ich mich. 15%. Naja. Aber so könnte ich es vielleicht mal gegen den Boss aufnehmen. So. Gib mir alle ein Gold. Critical. Also 15% hören sich zwar wenig an, aber dafür kritte ich so ziemlich jeden Schlag. Also jeden zweiten kommt es mir fast vor. Nicht schlecht. Oh, das sind Messer. Ja, nö, ich behalte mal meine Axt. Die ist besser, glaube ich. Da. Stirb, stirb. Ah, natürlich warst du mal wieder ein Fake-Bild, ne?
Muss ja. So. Ja, ich denke mal, die Mischung macht's später, wenn ich mir jetzt mehr Vampirrunen reinhaue. Habe ich auch sehr gut ausweichen können, ne? Dankeschön. Dankeschön. Das mit dem Fliegen muss ich irgendwie nochmal hinkriegen. Also, ich kann einen Doppelsprung machen und dann noch ein bisschen schweben. Sieht aber total ungewohnt aus, irgendwie. Nicht, dass es da oben jetzt schon den Mayan geht. Ne? Beziehungsweise eigentlich ja in den Tower, aber das heißt Mayan. Ich frag mich, ob sie das mit Absicht so ein bisschen verdreht haben. Eine Kiste, gib her. Alles meins. Und schon wieder. Ich wäre so gerne ein Zwerg, dann würde ich hier durch können, aber da ist auch nichts scheinbar. Nur wenn ich es glitzern sehe, haben wir da eine Kiste hinter. Bams. Und da unten, da ist was. Yes! Eine Skyrune für mein Cape. Aha, war das die Skyrune? War die auch zum Fliegen oder hieß die anders? Hieß die Flyrune oder Skyrune? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Bescheuertes Bild. Komm her. Alles klar, meine Kiste. Ich sag ja, es wird immer weniger, das Gold. Die haben das richtig raus... rationalisiert, fast schon. Ach, zwei sogar. Hi. Ja, natürlich kannst du durch die Wand schießen, ne? Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So. So. Weg mit euch, ihr Ungesindel. Oh. Der Knave. Er mag mir nicht so gefallen. Irgendwie finde ich den Paladin noch am besten wegen seinem Schild, obwohl ich das wirklich nie nutze. Ich wollte jetzt eigentlich eine Attacke von oben machen. Ja, irgendwie geht das mit der Flieg- oder Flyrune so ein bisschen nach hinten los manchmal, habe ich immer den Eindruck. Na gut, schauen wir mal, wie ich damit zurechtkomme. Ah, nein. Nein. Bringt halt gar nichts, wenn ich die kaputt mache. Aber gut, was willst du machen? So. Oh, diese Räume, ne? Die liebe ich. Ja, und ich werde wieder getroffen und bin gleich tot. Für nichts, für nichts. Ich brauche einen Barbar. Die halten einfach mehr aus. Och komm. Das ist ja Bullshit. Das ist ja richtiger... Okay, aber ist nicht schwer. Ich hätte gerne mal einen Heilbrunnen. Geht sowas? Kann ich mal sowas kriegen? Wäre das möglich? Im Entferntesten irgendwie... Heilbrunnen, ne? Ne, vielleicht auch nicht. Schade. Ich habe jetzt nicht ernsthaft Antwort erwartet. Aber gut, man kann es ja mal versuchen. Okay. Ach ja. Guten Tag. Sind Sie das dumme Pferd, was mich töten wird? Ja. Ah. Nein, der Knochenmann war's. Sir Lancelot. Oh. Sir Lancelot. Das ist ja ärgerlich. Du neigst zum Übertreiben. Ich nehme die Palatöse. Die Paladose. Was haben wir denn da? Lass mich darüber. So kann ich nur darüber. Ein Lich. Mhm. Entfessel die Power, die Macht des Lichs. Und entdecke das unendliche Potenzial. Was haben wir da oben? Shinobi. Werde der Anführer deines Dorfes und verwandle den Shinobi in einen Hokage. Glaub es! Okay. Ich mach mal den Shinobi. Oh, sieh mal, ich habe schon ganz schön was hochgezüchtet. Was? Von einem einfachen Shinobi bist du jetzt der mächtige Hokage. Meister aller Künste und... Was? Es sieht so aus, als ob du getroffen wirst, aber... Verwandelst dich in Wirklichkeit in einen Baumstamm in allerletzter Minute. Gut, dass du viele von diesen Dingern mit dir tragen kannst. Was zur Hölle? Ich kann mich ernsthaft in einen Baumstamm verwandeln? Was soll das denn? Das ist ja kurioso. Nee, ich kaufe mir den billigen Kram nicht mehr, aber ich kaufe mir vielleicht... die Night Limbs, damit habe ich mehr Magie? Nee. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Ich guck nochmal, was ich mir für Fähigkeiten kaufen konnte. Das gibt's doch nicht hier. 3060. Es ist so übertrieben teuer einfach mal, oder? Na gut, jetzt habe ich immerhin 2% kritische Treffer. Auch wenn ich kein Knave bin.
Aber das ist schon gut so. 8 Gold lässt er mir. 8 Gold gerade mal, der Geizhals. Eierhals. So. Bams. Ja, es ist so logisch. Weißt du, ich springe ihm auf den Schädel und was passiert? Ich bekomme Schaden. Zweite. Was? Soll das etwa das Ding zum Übertreiben sein, weil ich da 2000 Schaden bekomme? Ich habe eben schon gedacht, da kann da was nicht stimmen. Ich habe einen Knick in der Optik. Nein, ich habe wirklich 2000 Schaden bekommen. Also, ich glaube, das Problem habe ich übrigens auch privat. Oder jetzt zumindest hier in Spielen, denn ich sag ja auch gerne mal, die machen mir 10 Millionen Schaden, obwohl sie irgendwie nur 100 machen. Aber übertreiben ist schon was Tolles. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie was überdramatisiert. Nein, es macht nur deutlich, was man ausdrücken will. So rechtfertige ich das zumindest bei mir. Aber gut, naja. Komm her, Bams. Ich finde das so schön, wenn Gegner One-Hits sind und nicht irgendwie 10.000 Treffer aushalten. Seht ihr schon wieder. Oh, alles zu kloppen. Alles zu kloppen. Nichts hat es verdient, ganz zu bleiben. So. Meins. Okay, aber ich merke schon, hier bin ich falsch. Ich will ja in den Wald, wenn es geht. Ich habe noch nicht einmal den zweiten Boss angeschaut. Wird mal Zeit, oder? Wird... Oh, ja. Ja, bitte. Bitte. Schieß mir irgendwas auf den Schädel. So. Jetzt aber. Ich finde übrigens, die Silberbrustplatte sieht gar nicht silber aus. Bist du ein Fake? Achso. Okay, nee, 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 das ist wieder dieses Spiel, glaube ich. Oder Quantum Translocator. Oh. Jawohl, der war gut. Oh. Ja gut, ich wollte jetzt nicht fliegen. Ich dachte, ich kann noch weiterspringen. Aber gut. Oh. Ah. Guck mal hier, 3000. Ich krieg 10 Milliarden Schaden von denen. 10 Milliarden und ich lebe trotzdem noch. Hier, schon wieder 3000. Wahrscheinlich muss man an der Nullstelle abziehen. Ah, oder die letzte Stelle eben. Nee, komm. Lass mal stecken, da gehe ich nicht hinter. Gibt's wahrscheinlich eh nichts, außer den Tod mal wieder. Warum kriegen eigentlich manche so viel und manche so wenig durch die Lebensenergie-Dinger? Ich verstehe das nicht, Leute. Alter Verwalter. Kann noch nicht ist, du. Kann wirklich nicht ist. So, komm mal her. Auch ihr Knochenkinder wieder. Ihr Knochenkinder! Ein Treffer und ich bin's wieder mal leid, mein Leben. Also so ein Leben wollte ich ja auch nicht führen, ne? Ganz ehrlich. Einfach mal auserkoren zu sein, das Schloss zu befreien und dann draufgehen und alles von vorne. Beziehungsweise die armen Kinder müssen dann dieses Leid weiterführen. Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön, das ist doch kein Leben. Das wollte ich nicht. So. Gib mir das. Oh Mann, ihr könnt mir aber ruhig mal was anderes hier da lassen. Lauf mal weiter, du Dreckvieh. Es ist doch echt ekelhaft, diese Waage, oder? Ja, weißt du was? Ich hab was für dich. Hol's dir. Nee. Komm, lass mal Hühnchen fallen oder sowas da oben, ihr blöden Wurzeln. Seid doch mal nicht so. Oh, dieses dumme Pferd, wie es da hin und her rennt. Oh, töte alle Gegner, da freue ich mich. Kann dir nur einen Fehlschlag geben. Was? Hä? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Leute, das könnt ihr nicht ernst meinen. Wie soll ich denn da... Ich kann ja nicht mal durchspringen durch die Wand. Ach komm. Ich habe keinen Chakram. Hätte ich einen Chakram, wäre das alles machbar. Arsch. Arsch, kopfloses Pferd. Was ist mit dem denn los? Was hat der denn für eine Magie? Seht ihr das? Mhm. Ich nehme den mal, den Knave. Oh. Mal gucken, was der so drauf hat. Und den Lich. Ich hole mir mal wieder Lebensenergie. Das ist doch ein bisschen nützlicher, glaube ich. Was kann der denn? Ach, guck mal.
Ich kann mich teleportieren? Das ist ja Hammer. Das ist ja hammermäßig. Hätte ich nicht erwartet, dass ich sowas kann in dem Spiel. Aber cool. So kann ich Gegner austricksen. Endbosse zum Beispiel. Geile Sache. Und ich kann aber auch getroffen werden, ne? Einfach so von nichts. So. Wie hoch der Kleine springen kann. Guckt euch mal an. Schon ulkig, ne? Oh, da unten ist was. Hä? Einfach ganz durch, oder was? Aha. Sowas hatte ich auch noch nie. Sag mal, ich glaube, jetzt kommen die ganzen Patterns hier raus, oder was? Wo ich schon ein bisschen weiter bin. Das ist ja echt lustig. Aber ich möchte in den Wald. Und dort nochmal sterben, ne? Wie immer, ihr kennt das Spiel. Was erzähle ich euch? Ich mache euch nichts vor, ich werde sterben. Sehr oft sterben. So. Da ist eine Kiste. Aus keinem anderen Grund gehe ich nochmal hoch. Na. Blödes Teil. Gib mir. Gold. Na. Mach ich kurz nochmal kehrt. So, ich weiß, ich bin schon am Ende angelangt, aber ich werde noch ein bisschen überziehen. Weil ich das Geld will. Weil ich die Truhe... Sag mal. Meins. Alles meins. Okay. Jetzt aber. Jetzt muss ich doch wieder nach oben. Da kommt den einen Kronleuchter. Da bin ich jetzt mal so... Oh nein. Kann man da irgendwo abkürzen? Ist da ein Loch in der Wand oder so? Ne, ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Wie weit wäre es denn noch gewesen? Da oben wäre so bestimmt die Kiste, oder? Ach, egal. Ich hab's nicht geschafft. Scheiß! Scheiß, scheiß, scheiß. Och, Mann. Sowas finde ich dann immer traurig. Wenn es an solchen Kleinigkeiten hapert und scheitert. Aha. Meint ihr, habt's drauf, oder was, hä? Meint ihr, habt's drauf mit eurem Palim-Palim da oben? Ne, habt ihr nicht. Habt ihr nicht. Gib mir das. So. Das war's? Das war's. Leute, ich beende die Folge, wollte ich sagen. Würde mich freuen, wenn ihr mir was da lasst. Bisschen Feedback. Ja, ja, es wird. Ich verspreche euch das. Naja, lasst mir was da. Kritik, Bewertung und so weiter. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Rogue Legacy.